So viel Geld gab die Bundesrepublik im Jahr 2021 für Renten und Pensionen aus. Ein Vergleich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Uns interessiert natürlich als Rentenberater und auch Rechtsanwälte immer mal ein Zahlenvergleich und wir haben uns mal erlaubt, die Rentenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und die Pensionsleistung für pensionierte Beamte für das Jahr 2021 mal zu filtern, rauszusuchen und dann mal einen Vergleich anzustellen. Und dazu passend haben wir den Sozialbericht aus dem Jahr 2021 des Bundesministeriums oder für das Jahr 2021 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales uns rausgesucht. Das ist also ein ganz schönes Zahlenwerk und Konvolut. Der hat hier im PDF rund 355 Seiten. Das können Sie auch im Internet mal nachlesen. Und da kommen wir auf ganz erstaunliche Zahlen. So gab es im Jahr 2021 in der gesetzlichen Rentenversicherung 25,6 Millionen Rentenbeziehende. Also da sind auch mehrfach Rentenbeziehende mit drin. Die Zahl ist aber ganz wichtig. Und die Deutsche Rentenversicherung und die Regionalträger und auch die Knappschaft Bahnsee hat im Jahr 2021 316,5 Milliarden Euro Rentenzahlungen geleistet, aus ihrem gesamten Budget heraus. Wir haben einfach die 316 Milliarden Euro durch die 25,6 Millionen Rentenbeziehende dividiert und kommen dort auf einen Jahresrentenbetrag von 12.363 Euro, macht also im Monat 1.030 Euro Rente im Schnitt für 25,6 Millionen Rentenbeziehende im Jahr 2021. Ein paar Seiten weiter runter im Sozialbericht finden wir noch eine ganz erstaunliche, also auch eine super Statistik. Und zwar haben wir im Jahr 2021 1,7 Millionen Personen mit einem ehemaligen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die eine Versorgung nach einem Beamten- oder Soldatenversorgungsgesetz erhalten. Und nach den Statistiken des Statistischen Bundesamtes, gibt es auch eine wunderbare Tabelle auf Seite 281 in diesem Sozialbericht 2021 nachzulesen. Und dort wurden nur für Pensionen im Jahr 2021 68,3 Milliarden Euro ausgegeben. Und zwar ohne Familienzuschläge und ohne Beihilfen. Beihilfen kennen Sie, das sind die Leistungen, die Beamtinnen und Beamten kostenfrei für eine Krankenheilbehandlung bekommen können. Und wir haben uns erlaubt, einfach diese 68,3 Milliarden Euro durch 1,7 Millionen Beamten zu dividieren und kommen dort auf ein Jahreseinkommen im Schnitt für alle 1,7 Millionen Beamten von 40.000 Euro, macht im Monat 3.333 Euro. Und jetzt vergleichen Sie bitte einfach mal die 1.030 Euro Rentenleistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung und die 3.333 Euro Pensionsleistung. Und dann darf ich Ihnen bitte folgende Frage stellen: Ist das wirklich gerecht? Ich bin auf Ihre Kommentare zu diesem Video wirklich gespannt. Näheres zu diesem Video finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.